Hallo liebe Schildkrötenfreunde, jetzt haben wir die Situation, es scheint die Sonne, aber es war jetzt im März so kalt wie den ganzen Winter nicht. Fast die ganze Woche nachts bis minus 7 Grad und es wächst also nichts draußen. Es wäre also für eine erwachsene Schildkröte nicht durchführbar, sie satt zu kriegen. Hier im Frühbeet bei den Schlüpflingen sind dieselben Kandidaten wie schon vor 3 Wochen. Die sitzen also immer jeden Tag hier ein bisschen in der Sonne und dann oben sind sie wieder weg. Aktiv sind sie auch bei weitem noch nicht, obwohl das in dem Frühbeet durch die Sonneneinstrahlung sehr warm ist. Also muss man jetzt am Tag schon den Deckel aufmachen hier, dass die richtige Sonne kriegen und dass es nicht ganz so warm wird. Mittlerweile ist es schon wieder ziemlich trocken, dass ich dann mal hier dran ein bisschen gießen werde. So, die Frühbeete sind ganz normale Frühbeete, wie man sie fürs Gemüse auch verwendet. Es kommt ja immer mal die Frage auf, braucht man UV-durchlässige Scheiben? Wenn man die Tiere in der Freilandhaltung hat, braucht man das überhaupt nicht, weil die den ganzen Sommer genügend UV-Licht bekommen. Und die sollen ja im Prinzip nur zum Überwintern im Frühbeet sein. So wie das dann frostfrei ist, kommen ja die Deckel tagsüber runter. Und nach der Eisheiligen dann überhaupt ganz runter bis zum Herbst. Also ist es vollkommen sinnlos, da die teuren UV-durchlässigen Frühbeete zu kaufen. Da reicht das ganz normales. Da sind zwar keine Türen drin, ja, bei den Schlüpflingen brauche ich das ja auch nicht, weil das ja gleichzeitig das Gehege ist und wie gesagt dann die Deckel runterkommen und nur durch Maschen, Drahtzaun ersetzt werden. Und ja, wer das als Schlafhaus für große Schildkröten nehmen will, da macht sich unten drunter ein ordentliches Fundament, wo die Tür mit eingebaut ist. Und wer nicht zu Hause ist, ganz wichtig, braucht einen automatischen Fensterheber, der das Ding lüftet. Denn es ist nichts schlimmer als wie ein überhitztes Frühbeet. Kälte ist nicht so schlimm wie Hitze. Denn das ist wie bei jedem Tier, wenn die Bluttemperatur einen gewissen Punkt übersteigt, ist das Tier tot. So einfach ist das. Also das ist zu beachten. Und auf der Seite, wo die Herzis drin sind, rührt sich noch gar nichts. Seht ihr also mal, dass die schon einen ganz anderen Rhythmus haben. Von Geburt an. Da ist noch keine einzige zu sehen. Dafür blühen wenigstens die Krokusse schon schön. Auch im Teich herrscht noch Ruhe. Ja, wenn nachts noch Eis drauf ist, da ist hier noch keine Aktivität zu sehen. Ansonsten kommen die Sumpfschildkröten auch im Winter mal raus, wenn die Sonne scheint. Alles schön da gewesen. Und weil es nachts immer noch so kalt ist, warte ich hier mit den Gehegearbeiten noch ein bisschen. Also hier zum Beispiel, ne, müsste da Busch zurückgeschnitten werden. Das ist ja Bergbohnenkraut. Da kommen unten schon die Triebe, das kommt dann alles weg. Aber wenn ich das jetzt schon wegschneide, friert mir der Rest dann auch wieder weg. Also warte ich noch, hat noch Zeit. Wenn es dann nachts frostfrei ist, dann wird das gemacht. Die Hibiskus haben auch ihre Winterschlafmützen noch drüber. Die mache ich erst im Mai ab. Oder wenn sich abzeichnet, das ist wirklich
frostfrei bleibt. Die Weizenwolfsmilch, die hat sich schön entwickelt. Die wird jetzt auch bald blühen dann im Frühjahr. Ja, das ist eine typische Giftpflanze, aber die braucht ihr keine Angst haben. Die Schildkröten wissen damit umzugehen, die wachsen in den Naturhabitaten überall. Dafür habe ich aber andere Arbeiten schon gemacht. Ich habe das große Schlafhaus weggemacht und ein kleineres hingestellt, weil ich ja hier ein bisschen reduzieren möchte. Und da ist dann hier genug Platz in dem kleinen Haus und damit entsteht ringsherum mehr Platz für die Tiere, wo auch Futter wächst. Und naja, das hier habe ich ja im Herbst schon gemacht. Mit dem Kalksplit. Also das ist jetzt kein Kalksplit, wie man im Baumarkt oder so kriegt. Das ist Abfall aus dem Steinbruch. Da ist von jeder Körnung was dabei, reinste Kalk, Erde, Sand, grobe Steine, wie das in der Natur halt auch so ist. Die sollen ja nicht auf dem Bahndamm rumlaufen, ne? Im blanken Schotter. Naja, dann warten wir, dass es Frühjahr wird. Nächste Woche soll es ja besser werden. Und dann hole ich vielleicht noch die spätgeborenen Schlüpflinge aus dem Keller raus. Mal sehen, was da passiert. Ja, und hier liegt auch alles noch im Winterschlaf. Da rufe ich dann das Gras und Moos noch raus, aber da warte ich, bis es wirklich ein bisschen wärmer wird. Die Deckeln, die tue ich immer noch in den Keller, damit sie nicht wegfaulen. Naja, also ist schon noch ein bisschen Zeit. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Und es dauert nicht mehr lang. Ja, warte, Bruder.